Hey, 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 ihr da draußen. Ich bin's wieder, der Frank, und es geht da weiter, wo wir aufgehört haben. Das heißt, wir werden jetzt in der nächsten Runde in der Conference League gegen Midtjylland spielen und dann werden wir spielen gegen Thun. Und das, die sind Zwölfter. Also sollten wir gewinnen, da sollten wir die Schmach wieder wegmachen beim letzten Spiel unseres Angstgegners, was wir da hatten. Das war nicht so schön, aber wir führen noch die Tabelle an und ich hoffe, das bleibt auch so. Und deswegen schauen wir einfach mal, was wir so tun können. So, Joaribo oder nehmen wir mal einen anderen. So, also, Gelbertel ist ja meistens verletzt. Willem Goebbels, den könnten wir noch nehmen. Dann logischerweise nächstes Spiel. Standards. Eher. Wo ist es? Fitness oder Regeneration? Naja, schwierig. Trainingsfrei wäre natürlich auch gut. Nein, wir nehmen Pressing. Ich nehme Pressing. Ich mache meine Jungs so fertig, dass sie nicht mehr können. So, wir haben eine Schwäche auf der linken Seite und eine Schwäche auf der rechten Seite. Liegt wohl daran, dass alles Mögliche verletzt ist. Ja, immer noch Kartal Yilmaz, leider. Leider, der gute Mann. Ich brauche ihn wieder. Er wird auch wieder kommen irgendwann. Ja, und dann ist noch Avia verletzt und Johnny Sprenger. Okay, der kommt aber wieder. Und Paradea 5 Tage. Lasst uns doch mal gucken. So, Linksaußenverteidiger, Rechtsaußenverteidiger. Wir haben halt mega viele Innenverteidiger. Und von diesen Innenverteidigern muss ich irgendwann nochmal welche loswerden. Wie zum Beispiel ihn hier. Aber er ist halt jetzt gekommen, weil so viele andere verletzt sind. Auch okay. Ich brauche noch Stürmer. Ja, was haben wir denn an Kapital? Finanz. Finance, you know? Wir haben immer noch 3,4 Millionen Budget. 2,6 Millionen sind noch verfügbar, davon also 1,8 Millionen. Okay. Also das nächste Saison, okay. Wir könnten ja trotzdem mal gucken, ob wir noch irgendwas finden. Eventuell ja jemanden, den wir leihen könnten, der zu alt ist. Ich brauche noch rechts, links oder Sturm. So, Stürmer haben wir hier. Und wenn ich jetzt gucke, Spieler mit auslaufenden Verträgen sind ja eigentlich genug da, aber wahrscheinlich eben zu teuer. Spieler ohne Vertrag? Null. Auslaufende Verträge sind gut, also für die nächste Saison könnte man da schon mal vorsorgen. Ich glaube, ich habe es sogar schon mal versucht, ne? 10,4 wäre gut, aber der ist, wie alt ist der? 35, gut, der spielt nicht mehr lang. 30-Jähriger, 8,2, 32-Jähriger, da macht es auch nur noch ein Jahr. Tja, das ist nicht so gut, das Programm, was wir hier haben. Hier oben, wenn ich hingehe, wäre er hier da mit 35. Gut, der wird es auch noch mal ein Jahr machen. 35. Das Alter ist eh 27 bis 35 eingestellt, wenn ich noch ein bisschen tiefer gehe. Komm, lass uns mal auf 18 gehen. Bis 32 und dann mal gucken. So, nach Marktwert ist immer noch sortiert. So, 71, 74, 81. Ich scroll mal ganz schnell runter. Auf der rechten Seite seht ihr ja in dem Kreis die definitive Stärke hier. 26-Jähriger 8,2. Jetzt könnte man sagen, okay, der ist gut in Form. Der Spieler ist unzufrieden momentan bei Basel, okay. Der 9,6er mit 32 Jahren, Matteo Brunori, wäre sicherlich auch gut, hat 66 Tore gemacht, 1,9 Millionen. Hatte ich ihn schon mal gefragt, ich weiß es gar nicht. Also es sollte mindestens ein Neuner sein, wenn dann.
Der 10er 27, den kann ich mir nicht leisten. Okay, es sollte mindestens bis 2 Millionen gehen. Also hier. Ja, 9,6er. Komm, lass uns mal ein Vertragsgespräch mit Brunori machen. Einfach nur, damit wir einen Stürmer haben. Der ist zwar 32, auch schon älter, aber dafür günstig. So, wir gehen einfach mal weiter und gucken, was dann da so noch passiert. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, ob wir irgendwas reißen. Wahrscheinlich nicht. Ausdauerlauf, dann machen wir hier aktive Erholung. Machen hier dann unser Fitnessprogramm rein. Hier lassen wir auch noch mal aktive Erholung, hier auch. Hier machen wir dann Auslaufen. Ja, dann ist das Pressing wenigstens einmal die Woche passiert. Ist nicht viel, aber immerhin. Ja, Conference League. Achtelfinale, das wird jetzt verdammt schwer, würde ich sagen. Vor allen Dingen, wenn sich andauernd alles verletzt, dann hast du nicht großartig die Chance. Wir sind ein offensiv spielendes Team. Und ja, du versuchst halt dein Bestes. Der Promi-Tipp ist 2 zu 0 für uns, okay. Apropos Conference League, heute Abend spielt St. Gallen in Kasachstan nochmal um 18 Uhr. Das war dann, jetzt muss ich gerade überlegen, für euch schon ein paar Tage her. Ja, das heißt, ich hatte noch Zeit, was aufzunehmen. So, ich könnte sagen, Regeln gelten auch für den Co-Trainer, mache ich mal raus, einfach nur um zu gucken, was er macht. Er stellt halt immer nur mit der Dreierverteidigung auf, weil ich keine linken und rechten Verteidiger habe, die so gut sind. Meine, das, was er versucht, ist ja gar nicht mal so schlecht. Aber ich weiß nicht. 98, 90, unsere Abwehr ist halt. Seht ihr das? Lasst mich mal gucken. Was wäre denn, wenn ich mit einer 4, 2, 3, 1 auflaufen würde? Dann muss ich natürlich dem Co-Trainer sagen, hey, Grundordnung beibehalten. Und dann gucken wir mal. Dann kämen wir auf 95. Wäre aber eine stabilere Abwehr, okay. Dann gehen wir nochmal auf 4-4-1-1. Kommen auf 97. Das gefällt mir doch schon viel besser. Das gefällt mir doch schon viel besser. Hätten wir einen Torhüter 9, 35, Mittelfeld 35, Sturm 18. Genauso werden wir auch auflaufen, würde ich sagen. Das sieht gut aus. Höbbels und Ciso jetzt auf links. Machbar, ja, das ist machbar. Wir werden nicht extrem offensiv auflaufen. Wie immer offensiv. Regelmäßig. Hohe Flanken, das kennt ihr. Der Rest kann bleiben. Ja, jetzt wird es interessant. 33. 20, 12, 15 und dann müssen wir hier ein bisschen weniger machen. Und dann mal gucken, ob das so funktioniert. Schwierig ist es allemal. Aber ja, gibt es eine Schwachstelle beim Gegner? Nicht wirklich, außer Adam Gabriel. Vielleicht Adam Gabriel, obwohl der noch gut ist. Also was heißt gut in Form ist, meine ich. Lasst uns mal Adam Gabriel. War das Gabriel? Ich glaube schon. Das Problem ist, dass das über links geht. So, Erfolg kommt im Wörterbuch vor. Bla, das ist klar. Deneuve. Battel. Und er hier. So, das wäre noch was. Wir haben gut trainiert. Ich will sehen, dass ihr Spaß habt oder wir schaffen das heute. Nein, ich will das gerne sehen. Gib Geld, logischerweise. 21.000 und einen trainingsfreien Tag nächste Woche. Ja, dann schauen wir mal, ob wir in Midtjylland bestehen. Wir greifen schon mal an über Jo Aribo und der Ball wird abgefangen, als ob ich es gewusst hätte. Aber sicher gefangen von Toni Fujitas. So, diesmal habe ich auch mein Glas Wasser dabei. So, St. Gallen über Ciso. Ciso macht es einfach mal glänzen, würde ich das sogar schon nennen. Das erste Tor in der 8. Minute. St. Gallen führt auswärts. Und jetzt kommt auch gleich schon die zweite. Deneuve rennt zur Eckfahne, gibt den Ball auf Palacio. Palacio auf Aribo. Aribo auf Höbbels. Da ist das 2 zu 0. Willem Höbbels.
So, dann gibt es eine gelbe Karte für Siso, weil er den Gegenspieler festgehalten hat. Läuft ja jetzt noch ganz gut. St. Gallen wieder im Angriff. Über Dion Deneuve. Hoher Ball auf Siso. Kopfball drin. 3:0. Das ist doch schön. Da sieht das Achtelfinale doch schon mal viel, viel entspannter aus. So, nochmal. Gaddafi, unser Verteidiger, läuft in die Mitte. Täuscht den Pass an. Gibt auf Walci. Und ja, Albert Walci, unser Innenverteidiger, versucht's mal. Der Österreicher. Aber vorbei. Schön, wir führen 3:0 und können eigentlich direkt so weiterspielen, aber wir werden erstmal die Spieler loben, das macht man immer so schön. Ja, gibt es denn jemanden, den man herausragend loben will? Siso, du spielst super. Dann hätte ich gerne noch Gilles Bartel gesagt, du spielst gut. Er ist zwar krank, aber ich möchte ihn gerne loben, weil er eben krank war, zurückkam, bla bla bla, ihr kennt das. So, dann, was machen wir jetzt? Wir klicken hier drauf, wir gehen auf die Tic-Tac, gehen hier drauf und sagen, ich will keine überflüssigen gelben Karten sehen. Der Rest passt noch. Jetzt können wir von regelmäßig auf variabel gehen, was das Pressing angeht. Und schauen wir mal. Albert Walci. Schöner Ball auf Bartel, der mit einer Flanke und dann gab es Junio, der auf Kosten einer Ecke geklärt hat. 60 Minuten rum, Freistoß Gaddafi. Tippt ihn wahrscheinlich an, genau so sieht's aus. Passt ihn auf Siso, der macht seinen Hattrick. Sehr schön, 3 Tore in einem Spiel. Wunderschön. So, dann gehen wir in der 80. und werden wechseln. So, können wir den Ball abnehmen? Jawohl, Höbbels. Schön. Höbbels macht ein Tor. Also, ja, wunderschön. Was soll ich sagen? 15:0. Das ist gut. Das ist eine gute Ausgangsbasis für das Rückspiel. So. Ich würde gern Siso auswechseln. Und wenn ich Siso auswechsel, dann wird er sagen, nee, warum wechselst du mich aus? Ich muss doch spielen. Nee, nee, nee. So, will ich aber machen. So, wir werden ihn hier wechseln. Ich werde Horn bringen. Ist eigentlich jetzt egal, für die nächsten 10 Minuten wird das funktionieren. Und auch Siso muss ich auswechseln. Tut mir leid, lieber Siso. Rechtsaußenverteidiger, auch das. Und einen darf ich noch. Jetzt ist die Frage, Valencia, Höbbel. So, Valencia vorne und dann passt das. Wenn irgendjemand fragt, warum, es ist taktisch. Außerdem sind es nur noch 9 Minuten. Sehr schön. Deneuve bedankt sich, gewinnt 2 Punkte Zufriedenheit. Dann Pavel Davidovic bedankt sich, ist glücklich. 5:0 ist schon eine Hausnummer, ne? Das sage ich euch jetzt schon. Hätten wir jetzt in der Conference League gegen Winterthur gespielt, dann hätte das anders ausgesehen. Willem Höbbels ist in großartiger Verfassung. Mehrere Vereine strecken den Fühler des FC St. Gallen oder nach dem Spieler des FC St. Gallen die Fühler aus. Macht das. Macht das. Steht eh auf der Liste, glaube ich. Oder will er gar nicht weg? So, gute Besserung. Ja, ich spreche mit dir jede Woche über das gleiche Thema, wenn es sein muss. Ich möchte, dass du gesund wirst. So, jetzt spielen wir dann am 29. gegen Thun. Interessantes Spiel, sage ich euch jetzt schon. In der Europa League verliert Gladbach, Frankfurt verliert. Jo. Schwierige Ausgangssituation für die deutschen Mannschaften. So, da haben wir jetzt das Vertragsgespräch. Okay, Handgeld 480.000. Das heißt, Budgetbelastung wäre 1,4, 1,8 Millionen haben wir Restbudget. Matteo Brunori. 32 Jahre, das heißt, ja, lang macht das nicht mehr, aber muss nur vorne stehen und knipsen. Ne? Die Frage ist, verschwende ich mein Geld an den jungen Mann? Schwierig, aber er möchte ein Grundgehalt von 2,7 Millionen. Hallo. 1,6. Wahrscheinlich kommt er eh nicht. So, was will er? 2,5. Ja, das war's. Nein, nein, das war mir auch zu viel Grundgehalt. Das geht auch nicht. Kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Du kannst nicht die Einnahmen eines FC St. Gallen einen Spieler geben. Das geht nicht. Gut, ich meine, es werden nachher noch ganz andere Forderungen kommen, wenn wir dann soweit sind.
Das ist aber schon ein bisschen heftig. So, Thun. IB spielt gegen Lugano, Zürich gegen Lausanne und Luzern gegen Basel. Interessant. Thun hat jedes Spiel verloren bis jetzt. So, wir machen jetzt mal wieder Folgendes. Regeln gelten auch für den Co-Trainer. Mache ich wieder an. Da spielen wir wieder auf dieser Weise. Mit 98 ist aber auch okay. Wir spielen zu Hause. Kann man lassen. Wieder offensiv. Regelmäßig 53, 25. Einfach über die Mitte, auf gut Deutsch gesagt. Ja, die Balance ist okay. Sie ist okay. So. Natürlich wieder hoch. Muss man tun. Der Rest kann bleiben. Der FC Thun, Platz Nummer 12. Wird er gegen uns was reißen? Ich glaube es nicht. Hier auf alle Fälle Uros Vasic. Der Uros Vasic. Wo ist er? Er hier. Der Bürki. Spieler provozieren machen wir natürlich nicht, aber Schwachpunkt attackieren könnten wir sogar sagen, der Rechtsaußenverteidiger. Nur Rechtsaußen sind wir nicht stark genug. Er hier. Komm, wir gehen mal auf ihn, weil das ist ein Schwachpunkt in der Mitte, das defensive Mittelfeld. Und dann gucken wir mal. Ich mache gar nichts, es gibt auch kein Geld und null. Ich will einfach wissen, funktioniert das für den FC St. Gallen im Kibun Park? Bei ausverkauftem Haus. Thun kontert. Das ist schon mal schlecht. Der Ball ist drin. Daniel Dos Santos macht das 1 zu 0. Ja, in der League sehen wir nicht so gut. In der Super League. Aber wie gesagt, nach 4 Minuten. Da kann noch einiges passieren. Hoffe ich jedenfalls. So, gelbe Karte. Sebastian Boselli. Ich mache mal Pause. Das sind mir schon wieder zu viele gelbe Karten. Wir gehen mal ein Stück offensiver ran. So. Ja, diese Wochenspiele, die sind halt schon ein bisschen nervig. Aber ja. Schauen wir mal. St. Gallen greift an über Palacio. War ein schöner Weitschuss, aber von Bürki abgefälscht. Der Innenverteidiger. Eckball. Gelbertel tritt die Ecke rein. Ball kommt. Der war knapp. Joaribo. 1,2 Meter verfehlt. Und da greift Thun wieder an. Wir nehmen den Ball aber ab. Hab's mir gedacht. Witzig mit dem Pass. Schöner Ball auf Willem Prebbels. Steht 1 zu 1. Schön das Schild hinten, Forza. Forza was? Forza St. Gallen. Albert Waltschi kriegt die gelbe Karte, dann Jan Barmert. Nach 20 Minuten schon 5 gelbe Karten, wollte ich sagen, das sind 4, aber trotzdem zu viel. 25 Minuten rum. Zürich führt übrigens mit 1 zu 0. Alle anderen Spiele sind noch unentschieden. Eben auch unseres. Wir sind das vermeintlich stärkere Team, können uns aber nicht durchsetzen zu Hause momentan. Ja, das Gegentor oder das 1 zu 0 für Thun hat uns wahrscheinlich von den Füßen gerissen. So, ich mache mal Folgendes. Nein, ich mache es nicht. Ich hätte jetzt gedacht, ich tue Siso ein bisschen. Was? Kann ich nicht? Oder was? Ah, weil ich eine Außenbanddehnung bei Pavel Davidovic gesehen habe. Okay. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das heißt, er muss raus und wir bringen ihn her. Ist nicht unbedingt die beste Wahl, aber erstmal reicht's. Christian Witzig schießt er direkt. Nein, er gibt den Ball an Diaby. Der hat es einfach mal versucht. Der Bulle Diaby aus dem Pfosten.
passiert das nicht gleich. Aber ja, das ist, es geht an die Nerven, diese englischen Wochen. Und jetzt merke ich es noch mehr als wie zuvor. So, jetzt können wir mit den Spielern reden. Wir können sagen, hey, du, geht so nicht. Walchi, so eine Halbzeit möchte ich nicht mehr sehen. Sieht das anders? Aribo, du kannst das besser. Zack. So, er akzeptiert die Kritik, das ist schon mal schön. So, Lukas Watkowiak will ich nicht im Tor, das ist alles schon gut, witzig, alles da, alles gut. So, Angriffsfußball mit kurzen Pässen will ich nicht. Machen wir mal direkt einen Angriffsfußball. Das ist ein ekliger Gegner. Bam. Ein bisschen aggressiver hier zu Hause. Thun ist, was die Fitness angeht, etc., ein bisschen stärker. Aber das muss alles nichts heißen. So, Thun greift an. Und wir nehmen natürlich den Ball ab. Aribo, Palacio drüber. Knapp, knapp, knapp. Mal nur 1,1 Meter drüber. So, die Uhr läuft langsam, aber sie läuft. Steht übrigens 1:0 für Lugano gegen IB, Zürich führt 2:1, Servet führt gegen Winterthur, die Grasshoppers 5:0 gegen Stade Lausanne-Ski. Ja, und Basel-Luzern steht noch 0:0. Gelbe Karte für Vasili Jančičić. So, und jetzt müssen wir was tun. Es ist nicht gut, dass da nichts passiert. So, sie wechseln auch alle. Dann können wir das auch tun. So, Gaddafi. Rechts außen. Valencia darf mit Höbbels im Doppelsturm stehen. Einfach mal da oben hin. So, dann machen wir, kann Bergonzi auch links? Nein, kann er nicht. Das ist nicht gut. Dann nehmen wir Horn auf links für Walchi. Ein bisschen anders, als ich es gerade mir gedacht habe, aber es ist okay. Und ich nehme Palacio raus, dann kommt Janis Horn. Dann haben wir einen Verteidiger mehr. Und Joe Aribo, ja, der kann das. So, so wird das vielleicht funktionieren. Man weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen. Ob es uns weiterhilft. So, äußerst offensiv die letzten 10 Minuten. Ist nur ein Tor, was wir brauchen. Wäre ja schon mal nicht schlecht. So, St. Gallen kontert über Joe Aribo. Zwei in der Mitte, also 4 gegen 2. Der Ball kommt auf Valencia. Puh, der war knapp, aber Jan Eicher hat aufgepasst. War das schon unsere letzte Chance oder kommt da noch mehr? Das können sie uns aber. Ja, man weiß es nicht. Noch ein Freistoß, Isa Gaddafi. Schöner Pass in die Mitte. Vorbei, Janis Horn. Spannend ist es. Spannend ist es. Passiert noch was? IB führt jetzt übrigens 3:1 gegen Lugano. So, Thun greift an. Ich weiß aber, dass wir den Ball ihnen abnehmen werden. Was wir tun, Joe Aribo, Pass in die Mitte. Oder so, direkt Joe Aribo, 2:1. In der 90. Minute der FC St. Gallen feiert. Wunderschön. So, nochmal Thun im Angriff. Wieder nehmen wir den Ball ab. Gelbertel mit dem Pass in die Mitte. Nein, er versucht es direkt, sicher gefangen. Jan Eicher. So, jetzt kannst du auch abpfeifen. Ich wäre dankbar. Sehr schön. Wir haben gewonnen, das heißt 3 Punkte geholt. Puh, das war knapp. Aber wir führen noch mit 67 Punkten vor IB. Dann kommt Luzern, dann Zürich. Ihr seht es ja, alles hat gewonnen. Außer Luzern, die haben nur unentschieden gespielt. Ja, Zürich gewonnen, Luzern unentschieden gespielt, IB gewonnen, Basel ja, ist dahinter und dann ja, brauche ich gar nicht weiterreden. Schön, Wahnsinn. Puh. 4 Unentschieden, 4 Niederlagen diese Saison, 3 Punkte für St. Gallen. Wir haben Joe Aribo in der Elfte des Tages. Wunderschön. Ein bisschen Glück darf man auch noch haben. Joe Aribo gleich mal nach dem Tor kriegt er seinen ersten goldenen Stern. Wunderschön. So soll es sein. Und dann sind wir ja gleich am 30. Spieltag. Was heißt, die Tabelle wird halbiert. Platz 1 bis
Ja, 6 und dann 7 bis 12. Und dann schauen wir mal. Jetzt haben wir das Rückspiel gegen Midtjylland und dann Lugano, aber das machen wir dann im nächsten Let's Play. Wir brauchen auf alle Fälle ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Zeit, hätte ich gesagt, aber geht halt leider nicht anders. Naja, mal schauen, ob ich das noch fitnessmäßig wieder so hinkriege, wie ich möchte. Das rote Ding da oben bei hier, das stört mich, dass das Spiel gegen Winterthur. Naja, egal, ich würde sagen, das war's für heute. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.